Okay, fangen wir an. Wir waren letzte Woche stehen geblieben, oder nee, besser gesagt, wir hatten letzte Woche das Kapitel Einführung in der Ökonometrie beendet. Ich hatte letzte Woche nochmal das Thema der marginalen Effekte ein bisschen aufgerollt und wiederholt und ein bisschen tiefgehender erklärt, und ich hoffe, dass wir jetzt eine ganz gute Grundlage haben, um inhaltlich in die Vorlesung einzusteigen, und uns in jedem Kapitel möglichst viel empirische Evidenz anzuschauen. So, bevor wir aber in das Thema für diese Woche, in das neue Kapitel einsteigen, Eigentumsrechte, Coase-Theorem, noch eine organisatorische Sache und natürlich wie immer erst nochmal der Blick auf die Literatur. So, eine organisatorische Sache. Ich habe jetzt die Bestätigung vom E-Klausuren-Center, was die genauen Zeiten der Klausur angeht. Und zwar die Termine, den Termin hatten sie ja schon, also die erste Klausur findet statt am 21. Februar. Die genaue Zeit ist jetzt 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr. Und ganz wichtig, Einlass ist 15 Minuten vor Beginn, also um 10 Uhr schon. Und sie sollten auch unbedingt um 10 Uhr schon da sein, denn ja, die Leute vom E-Klausuren-Center werden dann sie noch ein bisschen einweisen in das Setting vorab. Und sie sollten unbedingt pünktlich da sein, damit, damit alle diese Einweisung mitbekommen. Und die Nachklausur am 11. April ist dann von 9:30 Uhr bis 11 Uhr. Auch hier gilt bitte pünktlich um 9:15 Uhr da sein zum Einlass. Ja, ich persönlich werde am zweiten Termin planmäßig erst um 9:20 Uhr da sein, weil meine Zugverbindung so ist. Genau, entweder, ich weiß noch nicht genau, wie ich es beim zweiten Termin machen werde. Ich werde entweder noch eine andere Aufsicht dazu schicken, dass sie am Anfang dabei ist, oder sie gehen schon rein um Viertel nach und hören Sie schon mal die Einweisung von den Leuten vom E-Klausuren-Center an. Und ja, irgendwann zwischendrin werde ich dann auftauchen, und auf jeden Fall bevor die Klausur anfängt. So, das zur Organisation. Wo stehen wir jetzt in der Vorlesung? Wir sind jetzt hier beim vierten Termin angekommen. Wir haben das, wie gesagt, wir haben das Thema der Ökonometrie schon, der Einführung in die Ökonometrie jetzt quasi abgehakt. Und steigen jetzt ein in das Thema der Eigentumsrechte. Genau, irgendwas wollte ich jetzt sagen, dass es in doppelter Weise relevant ist. Einmal ist es auf jeden Fall, also diese Einführung in die Eigentumsrechte, ist es quasi eine Wiederholung erstmal der theoretischen Argumente zum Coase-Theorem, und dann schauen wir uns jede Menge empirische Evidenz, empirische Literatur zum Coase-Theorem an, weil es eben so ein wichtiges Theorem ist in der Rechtsökonomik. Und das ist eine ganz gute Grundlage, weil ja, das Coase-Theorem behandelt die Eigentumsrechte ja sehr grundlegend, und das ist, denke ich, eine ganz gute Grundlage, wenn wir später über intellektuelle Eigentumsrechte gehen, was ja ein relativ kleiner Spezialfall ist, wo aber alles ein bisschen anders ist. Ja, und in einer anderen Weise ist es auch noch relevant für später. Ach ja, genau, wenn wir dann später über Governance und Transaktionskosten reden, dann basiert das alles natürlich auch teilweise auf dem Coase-Theorem. Okay, aber